Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video bei der El Ali Holding. Heute gibt es ein Update über die sogenannten Kryptomärkte und vor allem sprechen wir darüber werden ganz kurz anreißen, wieso es keinen Sinn macht, tatsächlich momentan generell im Markt long zu sein und überhaupt einzukaufen. So, was macht den Kryptomarkt aus? Viele vergessen natürlich, vor allem diese Krypto-Experten, die wir da draußen haben, vergessen natürlich selbstverständlich eine Sache. Die Liquidität kommt hauptsächlich aus natürlich den natürlichen Märkten und nicht aus eigengenerierter Kraft. Das bedeutet, liebe Freunde und Damen und Herren, ich kann euch beruhigen, ja, wir sind weiterhin short in den Kryptos. Auch wenn es mal ab und zu Gegenbewegung kommen könnte, ich bleibe short. Warum bleibe ich short? Ganz einfach, die Zentralbanken drucken kein neues Geld mehr. Und das kann man vor allem in der Historie sehen. Was kann man sehen? Vor allem, wenn man versteht, wie die Märkte funktionieren und sich nicht darauf einlässt, dass jemand sagt, kaufe oder verkaufe, wird man feststellen, dass der große, große Hype um die Kryptos kam wann? Und natürlich war es dann eigentlich fast zu vorhersehen, dass die Märkte natürlich selbstverständlich unendlich steigen. Der große Hype kam tatsächlich wann? Er kam in, ja, ich würde sagen, in März, jetzt, lass uns sagen April 2020, da haben die angefangen, die Zentralbanken unendlich viel Geld zu drucken. Das Ganze ist hochgeschossen. Und seitdem die Zentralbanken angekündigt haben, aufgrund hoher Inflation, ja, der hohen Inflation, kein Geld mehr zu drucken, geht seitdem bergab. Wir vergleichen mal einige Parallelen. Wir sehen hier, wurde angefangen, das Geld zu drucken. Ja, Bitcoin läuft hoch. Das Gleiche haben wir hier. Jetzt gehen wir in die normalen Märkte, die Märkte, die eigentlich ganz klar alles dominieren. Ja, jetzt machen wir das Gleiche hier. So, oh, was stellen wir fest? Fast zum gleichen Zeitpunkt fangen an natürlich auch die normalen Märkte nach oben zu laufen, auch komplett völlig am Rad drehen. Ja, das heißt, die laufen komplett nach oben und seitdem die Zentralbanken kein Geld mehr drucken, auch da geht es bergab. Das letzte Hoch, ja, haben wir gesehen in dem normalen Markt, im Nasdaq, wann war das? Im November. Jetzt vergleichen wir mal. Ja, so viel zum Thema dezentral und unabhängig und so weiter und so fort. So, wann war das letzte Hoch im Bitcoin? Oh, was für ein Zufall. Ebenso im November. Nein, natürlich sind das keine Zufälle, sondern es ist ein klares Gefälle. Ich möchte ganz klar betonen, bitte passt auf, wem ihr euer Geld vertraut und vor allem bei wem ihr anlegt. Warum? Weil es können keine Märkte steigen, wenn es keine Liquidität gibt. Diese Liquidität kommt in der Regel von den sogenannten Zentralbanken. Die Zentralbanken haben aufgehört, Liquidität zur Verfügung zu stellen in dem Maß wie zuvor. Das bedeutet, auch der Kryptomarkt wird darunter leiden. Mein Ziel für Bitcoin ist 12.000, 10.000 und dann die 6.000. Warum ich das denke? Ich denke ganz einfach, es müssen diese rasanten, unnatürlichen Level abgebaut werden, weil diese Level eigentlich nichts damit zu tun hatten, dass Bitcoin irgendeine Art von Mehrwert liefert, sondern es war tatsächlich nur eine Blase, die sich hier aufgeblasen hat und jetzt zu Ende geht. Das heißt, ich wäre mit jeglicher Art von Investition in den Kryptomärkten vorsichtig, ganz klar. Ohne die Zentralbanken gibt es hier keinen Zuwachs. Ich zeige euch ein kleines Beispiel, das habe ich in der Vergangenheit schon mal gezeigt, wo man ganz klar sehen kann, ja, es gibt einige Aktien, wo man ganz klar sehen kann, die haben förmlich davon profitiert, dass die Zentralbanken unendlich viel Geld gedruckt haben, obwohl zu jenem Zeitpunkt eigentlich gar kein Umsatz oder so gut wie kein Umsatz generiert wurde. Das sieht man ganz klar hier an Airbnb. Ja, zum Launch, ja, direkt zum 14. Dezember, fängt an die Aktie zu steigen, kommt wieder zurück, fängt an nochmal zu steigen. Was meint ihr, woran das liegt? Das liegt nicht daran, dass Airbnb volle Bücher hatte mitten in der Pandemie, sondern hier liegt es daran, dass die Zentralbanken ordentlich Geld gedruckt haben, die Retailer natürlich, also die normalen Anleger natürlich auch die Angst hatten, so ein Rallye oder so einen Hype zu verpassen. Und siehe da, kaum halten die sogenannten Drucker an und wir sehen uns ja ein paar Stationen tiefer. Obwohl jetzt natürlich Airbnb tatsächlich wieder Umsatz generiert.
Was will ich damit vermitteln? Ich möchte damit vermitteln, wir werden weitere abfallende Märkte sehen. Ich denke, das ist nur der Anfang. Bitcoin rechne ich nochmal an, dass wir mindestens um 50% fallen. Das sehe ich auch in den anderen in den anderen Coins so. Ebenso sehe ich natürlich eine höchstwahrscheinlich neu regulierte Kryptoszene, das heißt, die Zentralbanken werden sich höchstwahrscheinlich einbringen in diese Welt, weil es immer noch sehr, sehr viel Scam gibt. Das muss man einfach so sagen. Ich sage, dass die Märkte noch lange nicht am Boden sind. Ja, vor allem, wenn man schaut, wie stark der Anstieg seit Corona ja, tatsächlich war, kann ich nur sagen, Achtung, Achtung, es kann deutlich zu tieferen Kursen kommen. Ja, und ich finde, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Märkte hier nochmal reinkommen. Also, dass sich der Markt, und das ist, ich finde, wenn man genau hinschaut, ist das auch gar nicht so, ja, also so absurd, dass der Markt hier tatsächlich einmal mal um 50% fällt. Das hat er auch in der Vergangenheit gemacht und das ist auch kein Big Deal. Ja, also das ist kein großes Unterfangen. Das nennt man auch eine große Finanzkrise. Das wäre hier auch schon lange überfällig, weil das, was die Unternehmen an Wachstum präsentieren, hat oftmals nichts mit richtigem Wachstum zu tun. Dazu möchte ich jetzt aber nicht tiefer eingehen, sondern ich möchte euch ganz klar zeigen, schaut euch die Monatskerze hier an. Ja, morgen ist der letzte Tag. Ich wäre stark verwundert, wenn diese Monatskerze noch positiv schließt. Das heißt, wir sehen ganz klare Ablehnung, kein neues Hoch. Ja, kein neues Hoch. Das bedeutet für mich nochmal fallende Kurse. Und es würde mich nicht überraschen, wenn wir uns im Dow Jones hier unten nochmal sehen. Das wiederum wird ja definitiv auch den Kryptomarkt unter Druck setzen. Wie gesagt, ich bleibe bei meiner Zwischenstation oder meinen Zwischenstopps im Bitcoin. Ich wiederhole 16.000, 12.000, ja, immer wieder mit Gegenbewegung, also nicht falsch verstehen, dann die 10.000. Ja, das ist das Minimum, was ich im Bitcoin sehen möchte. Und erst dann wird der Bitcoin für mich, meiner Meinung nach, interessant zum Kaufen. Ich wünsche euch alles Gute, abonniert den Kanal, liked den Channel und bis dahin.